So, tot ist er. Erstmal hier schön die Dinger kaputt machen. Angriff hochheben. Angriff. Nichts drin. Okay, dann gehen wir mal hoch. Machen erstmal die Kiste auf. Ihr seid doch alle Schweine. Na, 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 na. Ja, darf ich jetzt die Kiste endlich aufmachen? Danke. Danke, ihr seid zu gnädig. Sitzt da oben eine Fliege? Moment mal eben. Nee, es ist eine Motte. Cool. Ich habe hier eine Motte in meinem Zimmer. Gar nicht mal so lustig. Ich finde das scheiße. Ich mag keine Insekten. Ja. Oh, hier haben wir noch ein Schüsselloch. Und das Tor haben wir schon mal gesehen. Wenn ich ehrlich bin. Moment, ist da unten noch was? Nee, ist es nicht. Okay. Hallo, wo bist du? Da bist du. Okay, da haben wir das Tor schon. Lass uns wieder zur Hauptstraße. Warum sind wir jetzt wieder bei der Hauptstraße? Ich verstehe das ja nicht. Was wollen wir jetzt bei der Hauptstraße, meine Freunde? Ich verstehe es nicht ganz, aber egal. Ich komme da auch wirklich nicht hoch. Dann gehen wir mal eben wieder. Aladins Haus ist das. Okay, ich erinnere mich. In irgendeiner Zeichentrickfolge wird Aladins Haus auch, glaube ich, mal gezeigt. Wir speichern mal eben. Agrabah, ja. Übrigens, nur zu eurer Information, ich habe vor, Agrabah heute noch durchzuspielen. Auf jeden Fall Agrabah mindestens. Also, das bedeutet bei mir eine Kingdom Hearts Night, dass ich auf jeden Fall erheblich weiterkomme. Also, Agrabah wird heute fallen, liebe Leute. Wo ist der Typ hin, der mir Tränke verkauft? Er ist weg. Hauptstraße. Scheiße. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Leben. Da nicht. Das ist ja auch Schwachsinn. Okay, gehen wir zurück zum Portal-Dings da. Moment mal, hier sind wir überhaupt auch noch nie hochgegangen. Wo sind wir denn jetzt? Ah, toll da. Super geil, okay. Versuchen wir es jetzt mal noch beim Stadtportal. Und anscheinend haben wir recht. Hab ich recht, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe, meine Freundin ist weg. Sie ist wieder bei Sosch zu Hause. Die nächsten. Gute nächste Zeit. Und wir haben einen Luzid-Splitter bekommen. Also, ich bin hier völlig auf mich allein gestellt. Kann mir keiner Tipps geben. So. 1700 Taler, sehr schön. Ich weiß trotzdem nicht genau, wo es lang geht. Also ich habe jetzt noch keine Trio-Tricks gesehen, nichts. Wir müssen jetzt irgendwo hin. Wüste. Wir können in die Wüste raus, ne? Das wusste ich auch noch nicht. Ja, toll, bringt uns total was. Ich denke sie, ich laufe. Ach, der fliegende Teppich. Okay. Damit hat sich meine Frage gerade erübrigt. Ob wir jetzt durch die Wüste laufen sollen. Das speichern wir natürlich. Wird überschrieben. Schneller. Danke. Und wir sprechen ihn an. Will ans Fliegen? Alle an Bord? Ja. Wohin fliegt uns der Teppich? Oh, ich freue mich schon auf Abu den Affen. Aladdin, aber... Jago war doch eigentlich auch bei Aladdin, oder nicht? Oder Jago ist doch immer ein Freund gewesen. Was haben wir denn? Oh, upsala. Hier ist ein Gegner. Okay. Kabusa, scheiße, tut das weh. Übrigens, jedes Mal, wenn die uns abwehren, bekommen wir... EP-Punkte, falls ihr das noch nicht bemerkt. Was soll der Scheiß? Falsche Taste, scheiße. Genau, heil ihn mal. So. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht bewegen. Was ist denn jetzt los? Bug, Hack, Glitch. Aladdin!
Donnerwetter, nicht gut. Schon wieder. Gut, dass wir da einfach drin stehen können und er nicht. Aber gut. Genie, schaff sie uns vom Hals! Wunsch Nummer 1 wird sofort erledigt. Ich suche mal eben meine Fliegenklatsche, die Motte regt mich gerade ein bisschen auf. Okay, ich habe eine leere Toffifee-Packung, mit der kann ich es auch erledigen. Moment! Verstehe. So, das dürfte... Ach, da liegt sie! Danke, Sir. Nennt mich bitte nicht Hedi den Insektenkiller. Obwohl, könnt ihr ruhig machen. Nennt mich ruhig Hedi den Insektenkiller. So. Ich komme gerade aus der Wunderhöhle. Ich fand dort diesen Zauberteppich. Und diese Lampe. Nach der Legende braucht der Besitzer dieser Lampe nur daran zu reiben und der... Überlass die Vorstellung dem Profi! Der einzigartige Genie aus der Wunderlampe! Wubbel die Lampe und dein sehnlichster Wunsch wird erfüllt! Unser heutiger Gewinner, Aladdin! Gratuliere! Welcher Wunsch? Geduld, mein feiner, gefiederter Freund! Ganze drei Wünsche! Und eins Wünsch und zwei Wünsche, drei Wünsche, dann mach ich dir eine Banane und splitte mich! Der Gewinner hat seinen ersten Wunsch verbraten. Das war vielleicht ein Knüller, ich kann euch sagen. Zwei hat er noch. Also, Meister, wie lautet dein Wunsch Nummer 2? Wie wär's, wenn du aus mir einen steinreichen Prinzen machst? Wow, Geld, Adel, Ruhm. Warum komme ich da nicht drauf? Dein Wunsch sei mir Befehl. 100 Diener und 100 Kamele beladen mit Gold, geliefert in einer halben Stunde. Dauert's länger, gibt's dazu gratis noch ein Eis. Und dann die Cappuccino, lass ich auch noch springen. Nein, danke. Okay. Ich glaube, ich warte damit noch, bis wir in Agrabah sind. Wieso ein Prinz? Ach, da gibt's so ein Mädchen in Agrabah. Jasmin. Aber sie ist eine Prinzessin und sie würde sich nie in einen Kerl wie mich verlieben. Prinzessin? Jasmin? Ach ja, genau. Sie steckt in der Klemme, Aladdin. Was? Kommt jetzt, zischen wir ab! Ach, jetzt können wir wieder hier unser Dings aussuchen. So, ich tausche übrigens mal, dass Goofy an zweiter Stelle ist. Finde ich besser, angenehmer gerade. Aber Aladdin bleibt draußen. Tut mir leid, Aladdin. Also erstmal. Weil ich level lieber mit den Charakteren, mit denen wir auch später, wir machen das ganze Spiel, machen wir ja mit Goofy und Donald, soweit ich weiß. Und es ist ja schwachsinnig, wenn wir jetzt Donald nehmen, der nur in Agrabah verfügbar ist. Frische Luft, die freie Natur. Kommst du nicht viel raus, hä? Ist berufsbedingt. Phänomenale kosmische Kräfte, winzig kleine Wohnung. Immer drei Wünsche und dann geht's wieder zurück in mein tragbares Gefängnis. Ich hab Glück, wenn ich alle 100 oder 200 Jahre ans Tageslicht komme. Sag mal, Genie, was hältst du davon, wenn ich meinen letzten Wunsch darauf verwende, dich von der Lampe zu befreien? Das würdest du tun? Versprochen, Genie. Aber erst helfen wir Jasmin. Okay, wir erleben gerade die Geschichte, wie Aladdin Genie kennengelernt haben, neu. Boah, Moment, ich trinke doch gerade, ihr könnt doch nicht einfach Gegner hier spawnen. Ihr seid doch Schweine. Oh Gott, Aduwampe. Aduwampe Nummer, noch ein bisschen härter, klar. War ja auch langweilig so, muss ich mal sagen. Jetzt hören wir auch mit dem Scheiß. Oh, noch mehr von den Viechern. So. Mal schauen, wohin können wir denn jetzt? Wohin müssen wir denn jetzt? Hörst du mal auf mit dem Kack? Aua. So. Da sind überall so merkwürdige Vasen. Ich glaube nicht, dass die alle freundlich gesinnt sind. So. Habe ich recht? Ich habe sowas von recht. Was? Wo kommen die denn jetzt her? Die Donnerdinger da. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen. Moment, ich kann aber nachgucken. Oh, kann ich nicht nachgucken. Im Tagebuch, liebe Leute, kann man alles nachgucken, ja.
Man kann nachgucken, wie die Gegner alle heißen, man kann nachgucken, wie viele von denen man gekillt hat. Und vieles, vieles mehr. So, ja, ich kann es euch ja mal eben zeigen. Moment, Tagebuch. Charaktere, Herzlose. Was haben wir denn hier alles? Wüstenräuber, das sind die. Davon habe ich jetzt 25. Böllerwampe, eliminiert 1. Also, ich habe schon 3 Seiten hier. Hier haben wir den Stelzentypen. Ja, wie auch immer. Da steht halt...